Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Nach King's Quest 6 geht es jetzt weiter mit einem Spiel, das ich dermaßen liebe oder geliebt habe. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich es gespielt habe. Ich hoffe, dass ich es immer noch mag, aber ich denke schon. Und zwar Space Quest 5, die nächste Mutation. Ein Spiel, ich liebe dieses Spiel einfach nur. Das ist richtig klasse, auf das habe ich mich schon seit langem gefreut. So, Roger Wilco wartet auf uns, von daher würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Anleitung an. Anspielungen auf Star Trek Next Generation ist rein zufällig natürlich. Alles rein zufällig. Vielleicht gefällt mir deswegen das Spiel auch so gut, weil es so ein bisschen Next Generation mäßig ist. Und weil man später in ein Raumschiff sitzt, wo man auch Befehle geben kann, ich weiß es nicht. Logbuch des Captains SCS Excalibur, Sterndatum 2709.67, Admiral der Flotte Roger Wilco, Kommandant. Der Excalibur ist auf Kurs, um das mysteriöse Verschwinden einiger Schiffe auf in der auf keiner Karte verzeichneten Region, die als das Bermudo-Dreieck bekannt ist, zu untersuchen. Ich bin für diese Mission aufgrund meiner großartigen, einzigartigen Leistungen als militärischer Führer und Diplomat auserwählt worden. Ich werde weitermachen. Mein Glaube an mein Schiff und meine Besatzung ist unerschütterlich und doch habe ich ein komisches Gefühl. Ich kann die Erinnerung an meine Reise in die Zukunft und an das Zusammentreffen mit meinem Sohn nicht loswerden. Jede Nacht träume ich von dem Bild der Frau, von der mein Sohn sagt, dass sie eines Tages meine Ehefrau sein wird. Ich weiß, sie ist irgendwo da draußen. Irgendwo. Aber das ist im Moment nicht wichtig. Das Schicksal von Trillionen hängt von der Entscheidung ab, die ich in den nächsten paar Stunden treffen muss. Als Captain des stolzesten Flaggschiffes der Sternenkonföderation muss ich der obersten Richtlinie folgen. Sich unerschrocken dorthin zu begeben, muss ich keinen Menschen... Nein. Mutig dort herumzustöbern, wo noch keine andere Kreatur gewesen ist? Naja, das stimmt auch nicht. Das überspringe ich lieber. Und da haben wir unseren guten Roger. Admiral, feindliche Schiffe kommen von Punkt 3.5 auf uns zu. Schutzschild aktivieren. Waffenstation. Waffen sichern. Neutronenstrahler sichern. Protonentorpedos schussbereit. Taktisch. Neutronenstrahler Feuer. Bruder hat Backbord. Kadett Wilco, was im Namen des siebten Sternhaufens hast du auf der Brücke des Simulators zu suchen? Schaff dein armseliges Gerippe von hier weg und kehr auf der Stelle zum Unterricht zurück, wo du hingehörst, Kadett. Und sollte ich dich noch einmal ohne Erlaubnis hier erwischen, dann lasse ich dich so schnell aus der Akademie rauswerfen, dass es dir einen Geschwindigkeitsrausch versetzen wird. Simulation unterbrochen. Ja, aber ich glaube, ihr habt auch nicht wirklich ernsthaft dran geglaubt, dass er jetzt Captain des stolzesten Flaggschiffes sein wird. Unser guter Roger. Nachdem seine Illusionen von einem großartigen Weltraumfahrerleben von Captain Quirk brutal zerstört worden sind, begibt sich Roger Wilco vom Brückensimulator in den Korridor der Akademie der Planetenkonföderation, in die er eingetreten ist, um seinen lebenslangen Traum zu erfüllen, Captain eines Raumschiffes zu werden. Die letzten paar Monate waren nicht leicht für unseren Helden. Er musste seine Zeit sorgfältig einteilen zwischen Blaumachen, während des Unterrichts eindösen und langen Augenblicken des Abwägens der Vor- und Nachteile des Öffnens von Schulbüchern. Unser furchtloser ehemaliger Hygieneingenieur hat diese Hindernisse jedoch entschlossen überwunden und verfolgt sein Ziel mit unerschütterlichem Einsatz,
nichts an, dass das Schicksal schon dabei ist, ihm einen neuen Schleimbeutel in den Weg zu spucken. So, und da sind wir. Space Quest 5, die nächste Mutation. Punktestand 0. Haben wir irgendwas? Ja, wir haben ein bisschen Geld dabei. Bukazoids, Geld, Knete, Pinkepinker. Ich wollte eigentlich wissen, wie viel, aber das scheint nicht viel sein. Ja, er heißt also jetzt Kadett in der Raumflotte und hat sich im Simulator vergnügt. Dieses alternde Ungetüm hat seine vorausgesagte Lebenserwartung um einige Jahrzehnte übertroffen und wird wohl schon bald auf dem Weg zum Schrottplatz sein. Die Starcom-Registratur führt dieses Schiff als die persönliche Barkasse der Botschafterin Beatrice Schlankmeister von Quadranten G6 auf. Du kannst dich schemenhaft daran erinnern, ihren Namen schon einmal gehört zu haben. Dein Versuch, noch weitere Einzelheiten aus deinem Gedächtnis hervorzukramen, resultiert in nichts anderem als einer Menge ausgebrannter Gehirnzellen und dumpfen Kopfschmerzen. Ein Kolonieschlachtschiff der Alpha-Klasse. Dieses heiße Gefährt bietet alles. Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und genug Feuerkraft, um einen Kometen auseinanderzusprengen. So schade, dass du während deiner natürlichen Lebenszeit wahrscheinlich niemals auch nur in Rufweite eines solchen Schiffes gelangen wirst. Okay, und... Das sieht aus wie die Constellation-Klasse von Star Trek. Sehe ich jetzt gerade. Ja, cool. So, da geht's in den Brückensimulator. Wenn sie funktioniert, kann sich der Benutzer mit dieser Schalttafel einen dreidimensionalen, holographischen Umriss der Starcom-Weltraumakademie anschauen. Ein kleiner Putzschrank befindet sich an einem Ende des Korridors. Benutzen wir mal das Ding. Funktioniert das? So ein Mist, das holographische Verzeichnis funktioniert momentan nicht, was wirklich eine Schande ist. Das Plansystem sieht nämlich nicht echt stark aus, mit seiner, Grautschattierung, seinen materiellen Strukturaufnahmen und den Strahlenbildern von jedem Raum in diesem Gebäudekomplex. Ja, hätte ich gern gesehen. Du hast jetzt keine Zeit, im Putzschrank herumzustöbern. So, was haben wir denn da noch alles? Ein Deltan-Fregatte vom Quadranten G6. Vielleicht wirst du ja eines Tages einmal so ein Schiff kommandieren. Vorausgesetzt natürlich, dass du das rigorose Leben während der Ausbildung in der Starcom-Akademie durchstehst. Diese geschmeidige Corvette mit dem Namen Lady Fusseldicker ist einzig und allein für den Kommandanten der Akademie reserviert und nach dessen geliebter Ehefrau benannt. Kürzlich wurden einige neue Studenten dafür bestraft, dass sie in skandalöser Weise den Namen des Schiffes veränderten, ein Schelmenstreich zur feierlichen Aufnahme ins Kadettenleben. Dieser dreisitzige Jagdflieger wurde von den gefürchteten Piraten von Pestolun während ihres wagemutigen Versuchs, den Grenzen von Space Quest 3 zu entkommen, gekapert. Oh Mann, sie haben versucht, aus Space Quest 3 auszubrechen. So, was haben wir denn da? Nur ein erneutes, interessantes, aber völlig nutzloses Beispiel technologischen Ingenieurswesen. Du kannst das Panel nicht öffnen, sie dient nur zur Dekoration. Jawohl. Was haben wir da noch alles? Wir haben viel zum Anschauen hier. So muss es sein. Dieses Patrouillenschiff wurde in einem Kampf mit Schmugglern am Rande der Milchstraße beschädigt und wird momentan gründlich überholt. Glücklicherweise musste es weniger Schaden hinnehmen, als das Schiff, das Roger versuchte, auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, noch bevor er das Dock verlassen hatte. Dieser Frachter für Schüttgut hat Versorgungsmaterial für die Kolonie auf Ormo 2 geladen. Schulungsschiffe wie dieses werden dazu benutzt, Kadetten die Grundlagen der Raumfahrt zu lehren. Da die Kadetten sehr unerfahren sind, werden diese Schiffe normalerweise schnell abgenutzt. Der momentane Rekord für die Anzahl der zu Schrott gefahrenen Schiffe steht bei 3 und wird von Roger gehalten. Ihm gelang es sogar einmal, einen Totalschaden zu verursachen, ohne dabei die Raumschiffhalle zu verlassen.
Die Wetten zwischen seinen Kommilitonen stehen 2-1, dass Roger seinen eigenen Rekord brechen wird, noch bevor er seine Ausbildung abschließt. Die Tür führt zum Sitzungssaal A. Du wunderst dich schon lange, wozu diese Schalltafel da ist, hast es aber bis jetzt nicht herausfinden können. Die Erklärung wurde wahrscheinlich in einer der vielen Unterrichtsstunden gegeben, die du während deines Studentenlebens hier auf der Akademie verschlafen hast. So, können wir da reingehen? Mit dem Sicherheitspass, den du hast, kannst du diesen Raum nicht betreten. Er verschafft dir ja nicht einmal Zugang zu den Toiletten. Nicht hier, okay. Kann man nicht benutzen. Die nächsten Raumschiffe. Diese feine, kleine Schönheit steht zum Verkauf. Für nur ganze 10.000 Bukazoids kann sie schon bald dir gehören. Wähle 01234-5678. Frage nach. Das war zu schnell. Okay. Dieses Schiff gehörte einst den zwei Typen von Andromeda, wurde jedoch beschlagnahmt, als einer von ihnen versuchte, die Kneipe der Akademie zu verlassen, ohne vorher seine 10.000 Bukazoids zur Rechnung zu bezahlen. Die müssen ganz schön losgelegt haben. Die SCS Cholera, ein gutes Schiff. Verkaufsanzeigen, gesellschaftliche Ereignisse und die Testergebnisse für den Set-Test, sobald sie zur Verfügung stehen, werden auf diesem schwarzen Brett angeschlagen. Dieser Spind wird von verschiedenen Professoren zur Aufbewahrung von Lehrmitteln benutzt. Mitglieder der fest zusammenhaltenden Starcom-Kadettenbrigade. Reden wir mal mit denen. Zieh Leine, Wilko! Hat deine Mutter außer dir noch gescheite Kinder zur Welt gebracht, Wilko? Roger scheint nicht wirklich beliebt zu sein. Entschuldigen, dass ich mich verspätet habe, Professor. Sie meinen, der Starcom-Eignungstest ist heute? Jawohl, Sir, ich fange sofort an. Wie bitte? Sie wollen mich nach dem Test sprechen? Jawohl, Sir. So, der Starcom-Eignungstest. Und Roger hat natürlich mal nicht gelernt. Und nein, es ist tatsächlich keine Kopierschutzabfrage. So, Frage Nummer 1. Gronko ist der Kommandant eines Aufklärungsschiffes der Nova-Klasse. Plötzlich steht er drei Horak-Schlachtkreuzern gegenüber. Er sollte, angesichts dieser Übermacht, kapitulieren, so tun, als wären sie nicht da, den Selbstzerstörungsmechanismus seines Schiffes aktivieren, einen schönen Strauß Blumen hinüberschicken und verduften. Jetzt ist es so. Egal, was wir anlegen, wir werden nur verlieren. Wir können was anderes machen. Ich kenne das Spiel fast auswendig noch. Zumindest den Anfang. Ein Protomatic 9000 Anti-Abschreibroboter schwebt feindselig im Klassenzimmer herum und hält wachsam Ausschau nach Eulenspiegeleien der Studenten während der Set-Tests. Momentan überwacht er die... Momentan kann der Porn... Ja. Wuff ist der schon am längsten amtierende Akademiemeister der Klasse im Taekwondo-Dodo. Am besten hältst du deine Augen fest auf deinen eigenen Test. Kadett Schlappo scheint etwas beschränkt und schwerfällig zu sein, genau wie du. Kadett Sturbock ist eines der eigensinnigsten Individuen, die dir je begegnet sind. Kadett Anne Tenne ist wegen ihres Schädelsfortsatzes öfters mal der Anlass zu Spötteleien. Kadett Kleinmuck hält gerne ein Auge nach Scherereien offen, was häufig dazu führt, dass er mit Gegenständen zusammenstößt. Du hast den komischen Verdacht, dass du diese Frau schon einmal irgendwo gesehen hast, kannst dich aber nicht genau einordnen. Dieses hochmoderne, nach ergonomischen Vorstellungen entworfene Klassenzimmer ist speziell dafür entwickelt worden,
Kadetten in einer angespannten Situation während einer Klassenarbeit äußerst nervös und unbehaglich zu machen. Sieh dir nur das Gehirnvolumen dieses Types an. Er ist wahrscheinlich klüger als deine ganze Familie zusammen. So. Das war ein schön braues Blumen hinüberschicken, wenn ich es richtig gesehen habe. So, Frage 2. Bei der ersten Begegnung mit einem fremden Schiff sollten Sie unverzüglich das Feuer mit jeder Ihnen zur Verfügung stehenden Waffe eröffnen, Wagners Einmarsch der Walküren über die Nachrichtenverbindung hinübersenden, C. als ein Zeichen der Freundschaft Ihre gesamte Besatzung aufs feindliche Schiff transportieren, B. dann A. und nichts dergleichen. Also ich finde D ganz gut, B und dann A. Schauen wir mal, was unser Freund hier dazu sagt. Nein, die unterste. Und er merkt, dass wir abschreiben. Nichts dergleichen. Ja, er merkt es, dass wir hier abschreiben. Naja. So, Frage 3. Bevor Sie sich zum ersten Mal auf einen unerforschten Planeten transportieren lassen, sollten Sie die folgenden Dinge überprüfen. Dass Sie angeschnallt sind und sich Ihr Sitz in einer aufrechten Position befindet. Ihren Hosenschlitz. Ihre Lebensversicherung. Das Luftschlossventil an Ihrer Sauerstoffmaske. Die atmosphärischen Werte des Planeten. Und das da. Okay. Das hört sich eigentlich auch vernünftig an. So, Sie sitzen ohne Waffen auf einem fremden Planeten fest und ein Vernichtungsroboter ist Ihnen auf den Fersen. Sie sollten in der Umgebung nach Grundzutaten suchen, mit denen Sie Schießpulver backen können und dann eine Kanone aus Lianen und Ästen basteln. Eine Banane in seinen Auspuff stecken. C. einen Felsblock auf den Roboter fallen lassen und Hasta la vista, Chica rufen. D. sich zur Camouflage im Dreck wälzen. Und E. auf einen Baum klettern, wild mit den Armen schlagen und laut aus zitter, 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 zwitschern, um das Paarungsverhalten des rotkehlchen-arktischen Hühnerhabichts als Ablenkungsmanöver nachzuahmen. Ich finde die Antworten ziemlich cool, die es hier gibt. Nummer 3. Nummer 3 ist das hier, ein Felsbrocken. So, Frage Nummer 5. Sie sind auf einer Eva-Landungsfähre mit ihrem Partner, als sein Gesicht plötzlich blau anläuft und er in Panik an seine Kehle greift. Dies ist ein Zeichen dafür, dass A. Sie schon bald einen neuen Partner brauchen werden. B. Er während seiner kreativen Anfälle einen neuen Tanz, den Moonwalk, erfunden hat. C. Er an Vitaminmangel leidet und mehr grünblättriges Gemüse essen muss. D. Er auf den alten Trick, der Ping-Pong-Ball im Luftsauger hereingefallen ist. Und A. Fallen neuen Partner. Und D. Letzteres. A und D. Um sicherzustellen, dass die Mikrowellenmahlzeiten der Besatzung an Bord ihres Schiffes außen knusprig und innen schön saftig sind, sollten Sie A. sie in Alufolie einwickeln, B. jede Mahlzeit 45 Minuten lang auf der höchsten Hitzestufe kochen, C. eine lebendige Ratte zu jeder Mahlzeit hinzugeben, sodass Sie besser sehen können, wann das Essen fertig ist, D. die Sache vergessen und sich mit Bratwurst gebraten auf den Düsentriebwerken zufrieden geben. Und E. ein radioaktives Plutonien-Isotop in jeden Bestandteil des Essens initiieren. Wenn es glüht, ist es gar. Ich finde E ganz gut. Nein, auch wieder 3. Das ist lebendige Ratte. Ja, die ist auch nicht schlecht. So, Frage 7. Freddy verlässt den Quinn-Nebel um 32 Uhr GNZ, galaktische Normalzeit, und reist mit einer Geschwindigkeit von 9,75 Millionen UPS. Wie lange braucht er mit dem Solarwind im Rücken, um den Planeten 11 von 13 zu erreichen? A. 49,3 Stunden. B. Er wird von 11 von 13 niemals erreichen. Der Solarwind ist unbeständig und wird ihn von seinem Kurs abbringen. C. 3,75 normale Tage. D. 49 Uhr GNZ. Und E. eine Ewigkeit. Der Neutronenstern im Zentrum der Quinn-Nebels hat eine so hohe Dichte, dass Freddys Schiff niemals die Geschwindigkeit erreichen kann, die notwendig ist, um die Anziehungskraft zu überwinden. Ich glaube, wenn der Roboter uns erwischt, heißt es Game Over. So. Wie schnell reist Licht durch ein Vakuum? A.
186.000 UPS. B, ganz schnell. C, 669.600 PR. D, es kommt ganz drauf an, ob es ein vertikales oder vegetarisches Vakuum. Ja, vegetarisches Vakuum ist. Ein vegetarisches Vakuum, haha. Du wirst es wohl wissen. Ich meine, der Gehirnschädel von dem sagt ja, dass er bestimmt sehr intelligent wird, ist, der wird es auf jeden Fall wissen und uns die richtigen Antworten geben. ja. Geben Sie ein Beispiel für eine verwischte Grenzlinie. Ja? Das Gebiet im Weltraum zwischen den zwei Himmelskörpern, wo ein kleinerer, dritter Körper nicht eindeutig unter der Anziehungskraft von jedem der beiden Himmelskörper steht. B. Der Ereignishorizont eines schwarzen Loches von extremer Dichte. C. Die Stelle, wo ein zurückgehender Haaransatz in eine Glatze übergeht. Und D. Der Punkt, an dem das anstrengende Unterfangen, das letzte Tröpfchen aus der Zahnpastatube herauszudrücken, von den Kosten einer Tour zum Supermarkt, um eine neue Tube zu kaufen, ausgewogen wird. Und den Nummer 1. So, und ich glaube, 10, das ist auch die letzte Frage. Um manuell eine erfolgreiche molekulare Bypass-Reintegration mit einem Standard-Transporter-System durchzuführen, sollten Sie A. die Phasenpolung des Gitters der Schnittstelle umkehren, B. am Griff rütteln, C. fieberhaft die Gottheit anbeten, an der Sie zu diesem Zeitpunkt gerade glauben, D. C. dann B. und E. auf US-Sprint umsteigen. Ich glaube, das ist die letzte Frage. Ah, alles klar. Dankeschön. Das war's. Ja, 10 Fragen. Der Test ist schon vorbei. Jawohl, Sir. Ich stimme Ihnen voll zu. Den Stern der Akademie zu putzen ist eine angebrachte Strafe dafür, dass ich zu spät war. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Und ich finde, das ist auch eine gute Zeit. Wir haben jetzt circa 22 Minuten aufgenommen. Das ist auch eine gute Zeit, jetzt hat hier einen kleinen Break zu machen. So, ja, hätten wir die Fragen, glaube ich, eine davon falsch beantwortet. Beziehungsweise nicht abgeguckt, sondern einfach was selber das Beste rausgenommen halt, was wir denken, was richtig ist. Wir sind zu einem Game Over geführt, egal ob unsere Antworten richtig gewesen wären oder nicht. Und ich glaube, wenn der Roboter uns erwischt hätte, wäre es auch ein Game Over gewesen. Na gut, aber wir haben es ja scheinbar geschafft. Allerdings, mir gefällt es nicht, dass uns der Typ gesehen hat beim Schummeln, beim Spicken. Naja, wir werden sehen. Jedenfalls habe ich mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid und würde mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss.